geht schon gut los, ne? Leute, da habe ich doch gedacht, der Radweg ging damals bis Großpostwitz. Nee, das war ein Ort davor. Aber ich habe hier noch was entdeckt auf der Rückfahrt nach Löbau. Eine wunderschöne alte Brücke. Hätte mich schon gewundert, wenn da ein Radweg drüber gehen würde. Ja. Und ich muss jetzt bis zum nächsten Ort. Also hier erstmal vor, auf der Hauptstraße. Und die geht dann da hinten lang, wo der Radweg dann wirklich losgeht. Und dann muss ich erstmal was trinken. Ne? Und dann schnurstracks nach Löbau. Bis später. Da geht's nach Löbau, da geht's nach Großpostwitz und hier haben wir noch den Haltepunkt Halbersdorf. Na? Nicht drin. Ich habe das letzte Mal vergessen zu fotografieren. Jetzt montiere ich die Actioncam und dann geht's schnurstracks bis kurz vor Löbau. Da standen ja noch zwei Wagen abgestellt, weil ja die Autobahnbrücke da noch kommt. Ne? Und dann zum Bahnhof und dann nach Görlitz erstmal. Ja, kann ich ja fahren. Ne? Ich habe ja Sachsen-Ticket. Und dann sehen wir weiter, was es kostet, über die Grenze zu fahren. Ihr seht, meine Kondition ist noch nicht am Ende. Das hast du gedacht, ich muss ja auch den Berg hochfahren. Ne? Ich habe das Fahrrad ein Stückchen geschoben. Verloren habe ich da durch fast, naja, 20 Minuten. Jetzt quatsche ich manchmal lange. Jetzt mache ich noch drei Bilder, montiere die Actioncam und dann geht's los. Thank you.
so viel zum Thema Non-Stop, ne? Ich konnte nicht mehr. Ihr habt es ja gesehen. Ich bin kurz abgestiegen und ein Stückchen gelaufen. Hier geht es nur permanent bergauf auf der Bahntrasse, auf der alten Bahntrasse. Das hatte ich nämlich ganz vergessen, dass ich auf dem Weg nach Großpostwitz rollen lassen habe. Tja, aber irgendwie muss man ja wieder zurück. Wäre vielleicht besser gewesen, ich wäre nach Bautzen weitergefahren und dann von Bautzen aus nach Görlitz. Das wäre besser gewesen. Jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich schon fast in Löbau. Ich bin hier mitten auf der Strecke, ich habe 3 oder 4 Haltepunkte, habe ich jetzt schon übergangen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt werde ich das letzte Stück hier mich hochquälen. Nein, das ist nicht gerade, das täuscht. Das geht ganz leicht mit Gefälle. Aber seit diesem Nest, ich habe es jetzt vergessen, wie es heißt, irgendwas Hartasdorf, Hattensdorf, Hadensdorf, egal. Seitdem ging es permanent bergauf, ohne Unterbrechung. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ich total am Arsch bin. Das ist die höchste Zeit für ein E-Bike. Dass ich irgendwann gesundheitliche Probleme bekomme. Ich werde jetzt langsam nach oben fahren. Und ich denke mal, ich werde den Zug nicht mehr kriegen. 12.13 Uhr. Scheiß drauf, ich fahre dann wieder zurück, also nicht nach Görlitz, das kann man auch noch mal machen. Und dann gucken wir mal, ob ich noch was anderes angucken kann. Weil jetzt auf Stress da hoch sich zu quälen und den Zug zu kriegen, ist es nicht wert. Das ist meine Gesundheit zu schaden, Leute. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Also bis später. Thank you.
ist ein wenig wieder schlauer, was im Wind angeht. Ne? Es kommt doch von hinten. So. Das letzte Stück war ja recht rasant. Und diese Katze, die da mitten auf dem Gehweg oder auf dem Radweg saß, habe ich erst kurz vorm Schluss gesehen. Ich dachte, da liegt irgendwas. Wenn die in die andere Richtung weggesprungen wäre, ich will gar nicht dran denken, dann hätte es zu einer Entgleisung geführt. Im wahrsten Sinne hätte ich mich dann hingelegt. Na? Aber volle Hütte. Ich hatte bestimmt 21 Sachen drauf. Ja, ging ja jetzt schön bergab, ein restliches Stück. Jetzt kann ich mich noch daran erinnern. Der Anfang war ziemlich schwer und dann ging es bergab. Und jetzt ist es umgekehrt gewesen. So, und jetzt begebe ich mich zum Bahnhof in Löbau. Hoffe, ich den Zug noch kriege. Hier mache ich jetzt noch zwei Bilder. Übrigens, der Waggon, der da hinten stand, könnt ihr euch noch daran erinnern? Der ist weg. Ja, ist fort. Den haben sie weggeholt. Ich gehe mal davon aus, den haben sie wieder beschmiert, angezündet oder sonst welchen Scheiß damit gemacht. Und deswegen haben sie den Wagen weggeholt. Ich mache jetzt, wie gesagt, noch zwei Bilder hier von dem Haltepunkt. Das ist da hier von der Museumsbahn, der Haltepunkt eingerichtet worden. Und dann geht's zum Bahnhof. Ja, vielleicht fahre ich ja doch nach Görlitz. Schauen wir mal. Jetzt ist meine Kondition wieder da. Ich habe ja zwei Schokoriegel gegessen, eine halbe Limo ausgetrunken. Und jetzt geht es eigentlich wieder. Aber warten wir mal ab. Geht der wieder bergauf. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Bis später. Sitze ich im Zug nach Görlitz. In dem fahre ich um die Grenze. Bin gespannt, was es kostet. Es ist noch genug Zeit übrig, um 2-3 Stunden dann in Kohlfahrt Züge zu fahren. Hab's mir noch mal anders überlegt, weil ich wusste ja nicht, dass es dann so rasant bergab geht und ich schnell den Bahnhof fahre. Also ich habe den Zug locker gekriegt und jetzt geht's nach Görlitz erstmal. Also über die Grenze. Na? Gut, melde ich mich wieder, wenn ich dann den polnischen Zug setze.
seht, ich bin in einem polnischen Zug auf dem Weg nach Kohlfurt. Und hier braucht man nämlich keine Maske zu tragen. Das ist nicht so schön mit der Maskenpflicht. Mal sehen, dass ich dort ein paar Güterzüge habe. Aber erst dann muss man ankommen. Fahrkarte habe ich geholt, wie in der Rückfahrt, also alles ging. Ich darf bloß noch nicht in den falschen Zug steigen. Das wäre schlecht. Schauen wir mal, wie lange ich brauche und was ich dort sehe. Bis später. Thank you.